Das neue Game-Update in Anno 1800 ist da. Und zwar ist das Game-Update 13. Das heißt, neuen kostenlosen Content für alle mit Szenarien und einer sehr, sehr coolen neuen Funktion, die sich viele, mich eingeschlossen, gewünscht haben. Also, lasst uns loslegen. Moin Moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbank-Ducks. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei den, ja, ich nenne es mal, eigentlich normalerweise sind es Anfängertipps mittwochs, aber heute ist das Game-Update rausgekommen am Dienstag und da sind einige coole Sachen dabei gewesen, die ich einfach nochmal vorstellen wollte. Und bevor wir jetzt in das Video starten, ganz kurzer Hinweis, in diesem Game-Update ist auch ein Szenario dazu gekommen. Das spielen wir morgen im Stream ab 20.30 Uhr auf Twitch und YouTube. Und da kommt dann auch ein Zusammenschnitt zu auf YouTube. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt live, schaut morgen gerne vorbei. Und jetzt geht's auch schon los mit den Neuerungen. Und die erste sehen wir direkt hier im Ladescreen, bevor wir überhaupt in unser Spiel starten. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, wie in den alten Anrufs davor, mit Segelsätzen in die Partie zu starten. Ist eine kleine Änderung. Ich weiß nicht ganz genau, warum sie jetzt damit um die Ecke kommen. Aber ich finde es ehrlich gesagt eine ganz coole Sache, weil man manchmal das Spiel lädt und vielleicht noch nicht anfangen will. Und also es changed jetzt nicht grundsätzlich alles, aber ich fand das ganz, ganz cool so als kleine Randbemerkung, sage ich mal. Und wenn wir dann auf Segelsetzen klicken, sind wir drin in der Partie. Dann haben sie ganz bisschen was am Skyline Tower gemacht. Der bringt euch jetzt mehr Attraktivität, aber das ist ja eigentlich irrelevant. Was passiert ist, und das finde ich persönlich sehr cool, sie haben die Leistungsmedaillen richtig rumgedreht. Die Leistungsmedaille in Gold ist jetzt das goldene Item, also das legendäre. Die in Silber ist jetzt das epische Item. Und die in Bronze ist jetzt das seltene Item. Also das passt jetzt alles. Ihr behaltet übrigens aber trotzdem das richtige Item. Es wird nur die Seltenheit gewechselt. Und dann noch eine weitere Funktion, die sie hinzugefügt haben, hier unten bei Spielablauf. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Produktionsanzeige zu deaktivieren. Da fragt man sich vielleicht erstmal, was ist das überhaupt? Aber wenn wir das jetzt mal ausmachen und über eine unserer Produktionsinseln gehen, dann sehen wir nichts mehr über den Produktionen. Vorher war es ja so, dass wenn die Produktion fertig war, dass hier oben diese Produktionssymbole kamen, was jetzt an Waren fertiggestellt wurde. Und das könnt ihr hiermit deaktivieren. Ist vielleicht nochmal eine ganz nette kleine Erleichterung, sage ich mal, wenn der Computer vielleicht tendenziell nicht so ganz unfassbar leistungsstark ist und ihr an jeder kleinen Ecke ein bisschen Performance sparen wollt oder könnt. Dann gibt es ein weiteres Feature, ein neues Tool. Die Leiste hier wird irgendwie immer voller. Und das ist der Pinsel. Und zwar könnt ihr damit verschiedene Gebäude mit verschiedenen, Skins versehen. Das Ding ist, ich habe jetzt keine Skins für meine Gebäude in dem Sinne. Es gibt aber kosmetische DLCs, mit denen ihr die Skins für eure Gebäude ändern könnt. Es kommt jetzt auch aktuell ein neues. So kommt jetzt unter anderem das bunte Anstrich DLC. Und das Schöne ist, ihr könnt dann zum Beispiel von einem Gebäude den Skin auswählen und könnt ihn dann auf mehrere Gebäude übertragen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier den Bereich habt und die habt ihr jetzt alle mit einem Skin und ihr wollt die hier drüben auch noch hinhaben, dann könnt ihr das mit Alt auswählen zum Pipettenmodus und dann hier hinten drauf kopieren. Finde ich persönlich sehr cool. Eine weitere Möglichkeit, die ihr jetzt habt, ist, wenn ihr mit Shift sämtliche Gebäude auswählt. Also wir klicken zum Beispiel auf alle einen Wolkenkratzer Stufe 2, drücken Shift. Dann können wir jetzt mit Einwohnerabstieg alle Häuser absteigen lassen. Und das Coole ist, wir kriegen jetzt beim Absteigen lassen von Gebäuden, achtet mal hier oben auf die Bretter, eine Baukostenrückerstattung. Das Ganze funktioniert aus irgendeinem Grund bei Hochhäusern nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so sein soll oder ob das einfach ein Bug ist. Aber wenn ihr normale Wohnhäuser absteigen lasst, kriegt ihr jetzt auch die Waren wieder. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde, weil ihr kriegt die Waren ja wieder, wenn ihr die Gebäude abreißt. Also sollte man die meiner Meinung nach auch wieder bekommen, wenn man Gebäude wieder absteigen lässt. Und das ist dann, ja, nur passend. Es gibt noch kleinere Möglichkeiten, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier bei Kultur irgendwie irgendwelche Bäume bauen wollt, gibt es jetzt hier auch Zypressen. Capcioloni, aber das ist also, ja, in meinen Augen nicht so ganz so wichtig. Und, das haben sie jetzt neu hinzugefügt, wenn ihr Holzfällerhütten baut, seht ihr jetzt, wie viele Bäume noch gepflanzt werden müssen.
um halt zu zeigen, wie viel vom ja, Pflanzfortschritt jetzt verfügbar ist. Aber das finde ich, ist jetzt nicht so sonderlich wichtig. Ansonsten wurden jede Menge Bugs behoben. Ist meiner Meinung nach aber, ja, ich sag mal, eher so mittelmäßig relevant, denn ja, die meisten Bugs, die da auftreten, hat man dann meistens doch eh nie. Und ich verlinke euch das unten in der Infocard, beziehungsweise unten in der Beschreibung. Wenn ihr euch das alles durchlesen wollt, könnt ihr euch das gerne durchlesen. Aber es gibt noch ein sehr cooles Feature, wie ich finde. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar, also hier sind übrigens die Szenarien, die gucken wir uns aber morgen dann ganz in Ruhe, ganz entspannt im Stream an. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir auf Laden klicken und jetzt hier unten auf Spielstände, zum Beispiel beim guten Max hier, dann sehen wir hier unten zum einen die Spielzeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon vorher die Möglichkeit war. Und wir sehen den Seed. Das finde ich persönlich mega geil. Denn so muss man nicht immer, ja, sich merken, sage ich mal, welchen Seed man gespielt hat, sondern man kann das hier einfach in den Spielständen nachgucken. Ich zeige es noch einmal hier, ihr geht auf Laden und dann hier unten auf Spielstände. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, und ich weiß jetzt nicht genau, ob man das irgendwie nachgucken kann, man kann es sich halt theoretisch so ein bisschen ableiten, sage ich mal, ist, dass man nicht sieht, welche Art der Inseln das ist. Das heißt, wir haben ja, wenn wir jetzt ein neues Spiel erstellen, freies Spiel, weniger Hilfe, ist alles egal, einfach durchklicken hier und uns dann die Welteinstellung machen, dann haben wir hier den Seed, den wir eingeben können, zum Beispiel 2021. Das Ding ist aber, wir wissen jetzt nicht, ob Schneeflocke, Ecken, Inselbogen, Atoll, Archipel, ja gut, zufällig, ne? Was davon? Das finde ich persönlich ein bisschen doof. Man kann sich das Ganze natürlich grob ableiten, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal hier in meinen Spielstand reingucke, jede Inselart hat ja so ihre Eigenarten. Ihr könnt das auch einfach googeln, wie welche Inseln aussehen, welche Inselweltarten aussehen. Und daraus kann man sich dann theoretisch noch ableiten, welche Inselweltart das Ganze ist. Meiner Meinung nach wäre es cool gewesen, wenn sie es einfach dazu geschrieben hätten. Denn ich meine, wenn sie schon den Seed rausziehen und anzeigen lassen, würde es sicherlich auch die Möglichkeit geben, den jeweiligen Inselwelttyp mit anzeigen zu lassen, ist meiner Meinung nach keine sonderlich große Herausforderung mehr. Aber man kann natürlich zum Beispiel jetzt einfach, während wir hier mal reinladen, gibt man einfach bei Google ein Anno 1800 Inselwelttypen und dann kann man das halt rausfinden, ganz einfach, wo die verschiedenen Sachen sind, beziehungsweise wie die ganzen Sachen aussehen. So, wir laden hier jetzt noch einmal ganz kurz rein und ihr nehmt euch dann einfach eure alte Welt, ganz wichtig, eure alte Welt, und könnt dann vergleichen. Bei Ecken zum Beispiel habt ihr in der Regel in der Mitte wenig Inseln und in den Außen rumsortiert dann die großen Inseln. Man kann aber auch, wie gesagt, einfach ganz grob googeln und dann das, sage ich mal, abschätzen und dann muss man es halt ausprobieren. Mir persönlich ist kein Weg bekannt, wie man jetzt rausfindet, welcher Inseltyp das ist, außer man guckt es sich halt kurz an. So eine Schneeflocke zum Beispiel erkennt ihr halt auch easy. Eckenarchipel kann man manchmal ein bisschen schlecht auseinanderhalten. Ja, aber das kriegt man in der Regel schon hin, auf jeden Fall. Aber sehr cool, dass man jetzt hier endlich ohne sich den Seed anzeigen lassen kann. Und was ich ganz interessant finde, von dem Rekord-Seed haben wir jetzt so einen Seed 2021. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob man mit dem Seed tatsächlich die Karte kriegt, weil das Ding ja gebaut ist. Wenn ihr zum perfekten Seed ein Video euch das angucken wollt, verlinke ich euch das auch gerne oben in der Infocard. Checkt das gerne mal ab. Ansonsten war es das aber auch schon mit dem Game-Update. Ich will euch hier damit jetzt auch gar nicht weiter lange auf die Folter spannen. Ich freue mich morgen auf das Szenario. Wie gesagt, schaut gerne auf Twitch und YouTube vorbei. Wenn wir uns das live zusammen angucken, ist ja 5 Stunden, nachdem das Video hier live geht. In dem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem neuen Game-Update und dem neuen Szenario. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.